Hallo, 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 weiter geht's mit South Park, der Stab der Wahrheit. Willkommen dazu, ich bin der Lars. Ich töte eine Ratte mit meinem Riesenkatana, denn ich bin ein Krebsmensch. Hallöchen, weiter geht's. So, letztes Mal haben wir den Schwanzkäse besiegt, ebenso haben wir Kanada besiegt und ich habe Krebsmenschen-Outfit bekommen. Warum? Weil wir krass sind. Und weil wir so richtig krass sind, wenn wir jetzt weitermachen und werden natürlich... Oh, hier bin ich auch falsch. Fuck! Kai, du alte Banane, wir müssen doch hier runter, du alte Wurst. So, ab nach unten, ab hier raus, dann müssen wir endlich nicht wieder zur Kanalisation, weil die ist voll unübersichtlich und ich bin ein Mensch, der einfach null Orientierungssinn hat. So heißt es, genau. Wir haben Mr. Enki zurückgeholt, können ihn wieder als Begleiter bzw. als Special herbeirufen, Rotze raushauen, wenn wir Bock haben. Aber jetzt geht's raus, ab nach Hause. Und ja, alle Penner haben wir auch. Alle Schwanzkäse, alle Sachen von Jimbo. Ja, es fehlt nur noch ein Kindergartenkind. Ein Kindergartenkind. So, wo ist hier Teleporter? Da. Oh, ja, ja, ich kann mich teleportieren. Ich bin so ein schlauer Mensch. So, ich komme hier hoch. Ob die Angst haben vor mir, wenn ich ein schlechter Mensch bin? Ich habe letztes Mal gefragt, wie wir das Outfit dann färben sollen. Kann ich euch jetzt noch nicht beantworten, weil ich den Part noch gar nicht gesehen habe, beziehungsweise ich immer ein paar Parts am Stück aufnehme, meistens so 3-4 Stück. Und deswegen kann ich noch nicht auf eure Kommentare eingehen. Deswegen, ne? Hat euch jemand schon reingeschrieben, was letzte Kindergartenkind ist, aber ich hab's trotzdem nicht gesehen. Hallo, du mit deiner Justin Bieber Figur. Hallo, Mr. Maxi, irgendwas mit Jesus, Gedöns, alles klar. So, weiter. Ich soll noch zur Polizeistation, wurde mir gesagt, bin ich ja gerade, und soll noch irgendwie eine Quest machen. Und zwar bei dem Chief. Wurde auch geschrieben in den Kommentaren. Ihr seht es, ich lese jedes Kommentar. So schief, was geht ab? Look, I got Nazi zombies to deal with. Most of my men are dead and the mayor's breathing down my neck. Whatever you want, it'll have to wait. Hey, wait, you look pretty tough. How would you like to see what it's like to be a real police officer, huh? Kill some bad guys? Okay, kid. All you gotta do is kill a bunch of Nazi zombies and bring me the rings off their fat German sausage fingers. You get enough rings, I'll see about getting you an honorary job on the force. Dankeschön für eine weitere Quest. Jawohl. Ich habe schon ganz viele Nazi-Zombies weggeklatscht. Quest. Besiege Nazi-Zombies und sammle 5 Nazi-Ringe. Das ist ja easy. Ja, kein Ding für mich. 5. Eine Fertigkeit, alle 5 tot. Easy, gar kein Ding. Läuft doch bei uns. So sind die Nazi-Zombies. Sag mal hier. Die essen sogar. Schnappte. Ich schnapp mich jetzt. Dein alten dreckigen Scheiß. So hier, Sprung. Dispatch, incoming! Scheiße! Das war der Krebsmenschen-Imba-Sprung. Ja, ja, Imba. Fertigkeiten-Buff. No quarter! Kai, jawohl, schönes Ding. Jetzt will ich nur mal kurz gucken mit dem Baby-Freischuss, weil ich habe letztes Mal einfach nur falsch gemacht. Wie ging das denn jetzt hier? Halt die linke Maske gedrückt und bis du den Blitz siehst. Ach so. So. Ich hätte gedrückt halten müssen, habe ich nicht gemacht. Weil ich bin blöd. Oh. Oh, ich bin wieder blöd. Wie ich einfach jede Fertigkeit gerade nicht hinbekomme. Ich bin gut. Man sollte meine Finger abschneiden und sie mir rektal irgendwo einführen, weil ich gerade echt gut bin. Nazi, geil. Oh, haben wir einen. Ach, pro Camp bekomme ich nur einen Ring oder wie? Ja, sieht so aus. Da muss ich ja 5 nur wegklatschen. Der ist total easy hier. 5-mal Nazis klatschen ist gar kein Problem. Hier ist der tote Schweinebärmann, Elgor. Warum sind sie denn tot? Haben wir noch Nazi-Zombies? Warte, nur Sonne. Dankeschön. Ja, in dem Raumschiff war ich auch schon. Hier war ich auch schon. Hier geht's halt hinten wieder nach Kanada. Komm, weggehen hier. Hier gibt's nichts mehr. Vielleicht ein Schimpokémon. Ach genau, das eine Schimpokémon muss ich noch holen. Es fehlen noch 2. Und ihr wisst noch, wo 1 ist. Beziehungsweise jemand hat das geschrieben in die Kommentare. Ob das stimmt, das weiß ich ja nie, ne? Mal kurz die Map abchecken. Okay, hier sind wir richtig. Wir müssen nach oben. Einer nach oben, ab zu Jimbo. Wir sind auch schon vorbeigelaufen. An der Bürgermeisterin. I don't even like Donuts. That's the sad truth. Ja, Donuts sind gut. Wir müssen nämlich hier rein, da mit der Justin Bieber-Figur. Warum sagt mir das denn keiner? Deswegen wollte ich doch hier hin. So, Mrs. Bürgermeisterin, ich habe alle Penner getötet. Gibst du mir eine neue Quest? Thanks, kid. Your work helping with the homeless of South Park will never be forgotten. Here's your cash. Dankeschön. I don't want to hear about your problems until you're 18, kid. Ja, ich gehe schon weg. Geil, dankeschön. Ich habe eine neue Freundin. Das ist natürlich sehr toll. Wann bekomme ich wieder eine... Gibt es noch irgendwie eine extra Special-Fertigkeit? Für Freunde? Vorteile. Freunde. Sammelobjekte. Freunde. 76. Wo war denn das hier? Genau, bei Vorteile. So, nächste Bonuspunkte in 8. Ich brauche noch 8. Ich muss noch 8 Freunde sammeln. Ich bin auch das maximale Level. Es geht nur bis Level 15. Und läuft auf jeden Fall. Easy. Machen wir das fertig?
Ach so, ich muss dann noch zurückbringen zu den Mädchen. Ich bin ja gerade hier, könnte ich eigentlich machen. Ready to go back? The girls are ready to see. Lass mal hin. Funkel, Glitzer, Glitzer. Ai, tschüss, wie Biddles, die alten Milfs. Was haben die denn da? Aber Milfs sind nicht. See, right here it says that 5 women were at the clinic that day. And right there it says Nancy Turner, 3:30 p.m. That's Heidi's mom. So Heidi Turner was the two-faced bitch. The evidence is irrefutable. Thanks, new kid. We now know it was Heidi Turner all along who was spreading the rumors. Freaking whore, two-faced butt rag. Fuck Heidi Turner and her fucking two-faced ass. But Heidi's really sorry, so we're deciding to forgive her. I love you guys so much. We love you too, Heidi. Yay! You serve us well, new kid. So you have our services. Tell the boys we will play their game. Sparkle! Sunshine! Sparkle! Sunshine! Oh, Bibi! Red! Alter, ich will Freunde nicht bekommen. We should be friends, so you can like my posts. I bet you're thinking about something totally deep right now. Das ist ein Pokémon! Das bedeutet, warte! Wir haben alle, oder? Wenn das stimmt, in den Kommentaren, wo noch eins ist, haben wir alle schon Pokémon. Ich kann Wonder Woman werden. Moment. Ich kann eine Valkyrie werden, Alter. Echt Wonder Woman. Was ist hier los? Level 14. Ist das besser? Erstmal alles nehmen hier. Geil, Alter. Richtig krasser Lot. Wird auch meine Freundin werden? Dankeschön, Heidi. Und du? Neu. What? Alter, die Mädchen sind ja mega krass unterwegs. Was haben die alle hier? Der Originalbesitzer hat noch 3 davon und wird das nicht vermissen. Alles klar. Springt auf 6 Ziele über, solange noch das Ziel beginnt, bei einem perfekten Angriff zu bluten. Alter Schwede, hier ist ja richtig krass, okay? Das ist Level 13. Angriffe mit dieser Waffe umgehen die feindliche Abwehr. Was? Okay, alles klar. Krass. Das sind 2 Hände, sieht so aus. Könnten wir nehmen. Und vielleicht, wenn wir denn das mit dem... Warte, wie viel Geld ich habe, was ist denn los? Erstmal kaufen wir uns das hier. Dankeschön. Der Bogen ist okay, aber wenn wir das jetzt hier nehmen... Und 1009 bis 1237. So, 1009 bis 1000... Was? 1009 bis 1000... Ja. Was haben wir denn? Unsere Waffe hat aber 2612 mal 3. Das ist halt zu krass, Leute. Da kann man halt nichts gegen machen. Erstmal ändern wir kurz das hier. 35% Schaden hinzu. Das werden wir natürlich ablegen. Und wenn jetzt hier das reinpacken, ändern wir kurz... Und werden hier... Wo ist denn? Da. Sehr geil. So, das ist schon mal reingetan. Die Valkyren-Ausrüstung ist halt für das nächste Level, ne? Wie sehen wir damit aus? Alles klar. Wir sind jetzt eine Valkyre. Warum? Weil es mir gefällt. Einfach, weil es mir gefällt. Wo ist Krebsmenschen-Sachen? Hier. Ändern. Das heißt, Farbe braucht die gar nicht mehr reinschreiben, hat sich gerade eben erledigt. Angriff, Nahkampf, 100 zusätzlich. Okay. 100 zusätzlich, Angriff. This one. And was haben wir hier drin? Hier haben wir 200 zusätzlichen Schaden hinzu. Jawohl, 200 zusätzlicher Schaden. Für Rüstungen wir gerade bekommen. Das ist ja mega unnormal. Sehr geil. Und hier gibt es natürlich ein paar Dornen. Ändern. Wir waren einen Tag oder eine Folge als Krebsmensch unterwegs. Das ist okay. Jetzt sind wir aber eine Valkyrie. So, hier kurz den rein. Jetzt wird noch kurz gefärbt. Fangen wir mal hiermit an mit dem Teil. Da gibt es ja viel zu färben. Oh, das ist doch schick. So, hier kurz auch noch färben. Ja doch, das ist auch schick. Ja doch. Das gefällt mir. Jetzt sind wir richtig gut unterwegs. So gefällt mir das. Schön. Jetzt bin ich eine Valkyrie und zwar eine... Jetzt nennt man mich auch eine Kampflesbe. So, bis jetzt mal eine... Was hat die denn noch so anzubieten? Ja, ich will shoppen. Waffen sind durch. Ausrüstung. Kann ich mich als... Oh Gott, was ist das denn hier? Handschuhe der verwöhnten Hure. Hut der verwöhnten Hure. Oh mein Gott, ich kann mich als Hure verkleiden. Von Paris Hilton schon aus dem Shop. Alter, geile Scheiße. 5 Rüstungen zu.
Was ist das? Gegner greifen Verbündete häufiger an. Lol, Unschuld. Gefahr gut. Reduziert Schaden durch angewidert um 25. Alles klar, was hat die? Plus 20% Schaden durch angewidert. Du als 5 RP perfekten Angriff. Also was ist das hier? Oh, Level 14. Der Prinzessin. Steigert die TP, du als 2, bla bla, du als jede Runde. Alter, es gibt halt so kranke Sachen. Das ist einfach nur geil. Ich glaube trotzdem, das Barbaren-Outfit wäre besser von den Werten, aber ich lasse mich jetzt erstmal so. Vielleicht gehe ich nochmal hin und ziehe mich einfach nur um wegen einfach anders aussehen. Feinheiten. Was nehmen wir denn hier? Für eine Hure oder eine Perücke? Das wird besser passen, weil wir hier kein... Ja, das nehmen wir doch. Kurze Vorschau. Ja. Oh, das können wir auch beides nehmen. Das nehmen wir doch beides. Kaufen und das dazu. Ah, weiß ich nicht. Vielleicht doch lieber das. Die Sonne, die Brille gefällt mir nicht. Wir nehmen die Brille nicht. So, Kostüm flicken. Ehevertrag. Jeder Angriff sorgt 100 TP von deinem G-Ziel ab. Oh, ist das. Dann haben wir alles, ne? Ausrüstung. Oh yeah. Geile Sachen hier bei den Damen. Gefällt mir. Und jetzt erstmal 7 neue Freunde. Habe ich einen neuen Vorteil. Alter Schwede. Erstmal kurz hier. Hure. Ja, wir sind eine Hure. Und wir sehen richtig sexy aus. So, Fertigkeiten bzw. Vorteile, noch 2. Sehr schön. Hab ich dich schon? You should totally stay as a girl. It's so much better. That's a hot nose. Dankeschön. You're really different from the other boys. Like, you aren't even gross. You're totally hot. Dankeschön. You're really different from the other boys. Hab ich denn jetzt mit ihr like, da oben schon die Freundschaft geschlossen? Ich hoffe doch mal. Liegt denn noch irgendwas zum Looten? Nein. Was ist mit dir? Thank you so much Dankeschön. For clearing my name. Now when girls call me a whore, it's more in a joking way. Oops. I almost forgot. You're not a girl. Heidi's having a slumber party. Oops. I almost forgot. You're not a girl. Ich hab jetzt alle. Moment. Halt, stopp. Fertigkeiten, Vorteile. Noch eine. Noch eine Freundin. Moment, ich kann das ja nachgucken, ob sie da oben, die Freundin von... Jawohl, Wendy habe ich. 2, 3, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die eine hatte ich schon vorher, der Wendy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hm, ich hoffe, ich habe jetzt alle als Freundin. Wenn ich schreibe in die Kommentare, habe ich irgendwas vergessen hier? Auch nicht? Okay, alles klar. Können wir gehen raus? Das ist gut. Wir haben alles erledigt hier. Wir sind eine verdammte Schlampe jetzt. Oh, da sitzen sie also. I heard some kids trash the school last night. Und jetzt wissen wir, wo das letzte Schiff Pokémon ist. Da gehe ich jetzt hin. Wenn es stimmt, wie gesagt in den Kommentaren, dann hätten wir wirklich alle Schiff Pokémon gesammelt. Was es dann ergibt, ich weiß es nicht. Und zwar hier oben. Nein, beim Taco Bell. Beim Taco Bell. Halt, stopp, hier bin ich falsch. Nee, wo ist Taco Bell? Da oben ist. Ja, wir können ja eh dahin laufen. Ist okay. War trotzdem richtig. Timmy, danke schön für die Reise. Und denkt daran, Leute, wir müssen die ganzen Nazi-Zombies noch umklatschen. Genau, zum Taco Bell. Und hier habe ich scheinbar einen schönen Pokémon vergessen. Wurde mir so gesagt. Und zwar da, wo ich das Aufnahmegerät gefunden habe. Ich weiß gar nicht, war das nicht auf dem Tisch da, bei diesem komischen Raum, wo der Zombie-Dazi war? Ich hoffe doch mal. Wir gehen mal rein und checken mal kurz die Lage. Hier sollte ich hier, genau hier. Hier habe ich einen schönen Pokémon vergessen. Ich habe hier eins runtergeschossen, das weiß ich. Es ergibt ja keinen Sinn, wenn hier noch ein zweites wäre. Ich glaube, das war eine Lüge mit dem Chip-Pokémon, aber das habe ich ja. Hier oben auf dem Monitor war irgendwo eins. Das habe ich runtergeschossen, das weiß ich noch. Okay, hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr, hier ist kein Chip-Pokémon. Mann! Alter, unsere Rückansicht. Sehr geil, sehr geil. Hier raus, hier ist nichts. Okay. Schade, aber trotzdem. Danke für die Kommentare. Danke für nichts! Nee, ist okay. So, wir gehen mal kurz auf die Quests. So, Bündnis schmieden. Kehr zurück. Wir müssen noch die Großwildjagd abgeben und das Versteckspiel machen. Und die, ja, okay. Das heißt, jetzt gehen wir zu Jimbo. Zu Jimbo müssen wir einmal ganz links laufen. Könnten wir eigentlich machen. Komm, wir laufen einmal. Vielleicht finden wir noch ein paar Nazi-Zombies, die wir klatschen können. Und vielleicht noch ein Chipokémon. Ja, ich habe Jesus jetzt auch schon in der Kirche gefunden. Schon ein paar Mal mehr. Das bedeutet, ich habe die Quest schon fertig, mein Freund. So, Jesus, der alte. Hier, Jimbo. Jimbo, gibst du mir eine neue krasse Waffe? Bitte, bitte. Geben Sie mir den krassesten Overshit, den es aber nur gibt in diesem Spiel. What can I do for you, new kid? Oh, I hate spiders. Sure hope you blasted the heck out of it. That mouse was making us all look bad. In more ways than one, eh, Ned? Speak for yourself. You're probably the best hunter this town's ever seen. Right up there with me and Ned in our prime, right, Ned? Straight up.
Oh yeah, Jimbo. Oh Gott, und Ned als Freund. 86 Freunde-Vorteil. Und den Schlüssel von Jimbos. Oh, 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 und noch was komisches. Tier, irgendwas? Moment, Moment. Kurz abchecken hier. Tier, Tier, das haben wir schon gehabt. Das gibt's hier nicht. Oh, hier, doch, nein. Das ist brennender Schaden, Kostümflicken. Wo ist der Name? Brennender Schädel. Nein, ist das für eine Waffe vielleicht gewesen, was ich bekommen habe? Ja, boah, fügbarfekten Angriff 30%, das ist nicht so gut, ne? Level 11, fügbarfekten Angriff 30% Schaden hinzu. 30%, auch nicht schlecht. Aber wir haben den Schlüssel. Au. Au. Halt, stopp, erst Vorteile hier gönnen. Erstmal den nächsten. Was haben wir noch Wunderbares? Bei Feinden, die angewidert sind, nein, nein, nein. Was haben wir hier? Du nimmst weniger Schaden, wenn du schwer verletzt bist. Nein. Perfektion, die Kunst der Verhöhnung, nein. Fernkampf, nein. Bewegst du dich Schaden bei brennenden Feinden, nein. Immer wenn du mit einer Waffe einen magischen Angriff durchführst, werden deine TP aufgefüllt. Nein, auf dich Debuffs. Nein, bewegt mehr Schaden bei betäubten Zielen. Ist okay. Wiederbelebungstränke, die du auf dich oder... Kriegsfurz, deine magischen Angriffe. Ich glaube, ich nehme das hier. Ich habe schon öfters wiederbelebt. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Obwohl mit betäubten Zielen... Ja gut, die meisten krassen Gegner, die kann ich ja gar nicht betäuben. Also bringt es ja eh nichts. Mit meinem Eiertritt. Ich nehme das hier. Gegönnt. Nächster Bonus in 14. Gibt es denn überhaupt noch 14 Freunde? Habe ich denn noch so viele Freunde? Egal, Leute, wir haben den Schlüssel von Jimbo. Das bedeutet, wir können jetzt hier hoch und die Kiste aufmachen. Und was in der Kiste drin ist, wir wissen es nicht. Bestimmt der krasseste Scheiß, den es gibt an Waffen. Los! Seht ihr, Leute? Geil. Sehr schön. Nehmen. Geld. Nehmen. Waffen. Wir haben die Axt. Der Unterwelt. Untersuchen. Ein perfekter Angriff entzieht einem blutenden Ziel 300 TP. Waffe trifft dreimal. Stark gegen Schilde. Waffe trifft dreimal. Okay, okay, okay. Alles klar. Was haben wir hier? Granate der Verlangsamung. Was ist denn da drin? Eis? Untersuchen. Verlangsamt dein Ziel beim perfekten Treffer. Bis zu 4 Ziele daneben werden mit halbem Schaden getroffen. Das ist auch ziemlich gut. Untersuchen. Fügt 20% mehr Schaden zu, wenn du unter 25 gesunder bist. 25% bin ich ja meistens eh nie. Aber Schildkröte? Sogar jetzt Abwehr erhöht zu Beginn eines Kampfes. Fuck, ist es denn besser wieder? Ich weiß es nicht. Alles nehmen, alles gegönnt. Richtig geile Schlagsahne. Kurz nochmal hier abchecken. Erstmal 3 neue Freunde, Dankeschön. Das mit den Krabbenmatchen habe ich schon. In ein paar Wochen gehe ich wieder auf einen Jagdtrip und du kannst gern mitkommen. Frag deine Eltern, das macht Spaß. Scharfe Granaten, nett, gefällt das. Oh yeah, scharfe Granaten sind immer gut. Dreifach, es trifft dreifach mit der Waffe. Die ist aber auch nur Level 13, deswegen denke ich, dass meine Level 14 Waffe besser ist. Ich denke es. Und müssen wir testen. Bei den beiden Sachen müssen wir testen. Lassen wir erstmal so. Und hier können wir... Ach, das sieht mal gar nicht aus. Lassen wir lieber das. Vielleicht kann ich mir irgendwie als Weihnachtsmann noch verkleiden. So ein Weihnachtsmann-Outfit wäre auch ziemlich cool. So, ist da. Ziemlich viele krasse Scheiße hier bekommen. Gefällt mir. Haben wir das auch fertig? Schön, schön, schön. Wir arbeiten uns so langsam nach vorne und machen alles fertig. Hat nicht jemand noch geschrieben, dass bei Ned in der Bar irgendwas wäre? Bei Skeeter in der Bar noch irgendwas wäre? Vielleicht sogar ein schön Pokémon? Ich weiß es nicht. Irgendwas hätte ich hier vergessen. Da muss ich nochmal rein und gucken. Kann mich an einen Kommentar vage erinnern. Vielleicht war es doch ein schön Pokémon. So, einmal kurz gucken, meinen wunderbaren Röntgenblick rausgeholt. Was ich einfach werfe. Geil. War geil. Hier haben wir nichts. Da liegt ein Bier. Kann ich kaputt machen. Ist hier hinter was? Wo ich vielleicht irgendwie durchkomme, wenn ich klein bin? Nein. Nein. Kann ich hinten eigentlich bei der Bar hin? Kann ich auch nicht. Okay, okay, okay. Also ich sehe gerade kein schönes Pokémon oder irgendwas, was ich vergessen habe. Ich gehe nochmal runter. Aber unten war so mega unübersichtlich. Da ist nix, da ist nix. Da ist nix, da ist ein Billard-Gedöns-Tisch. Das habe ich letztes mal kurz Real Life Story. Jemand bei mir auf Arbeit. Arbeitskollege zieht um und was macht er? Er war so ein großes Wohnzimmer. Die wissen gar nicht, was sie reinstellen sollen. Dann stellen sie einfach mal so einen Billardtisch rein. Denkt mir, YOLO, läuft auf jeden Fall. Eine erste Tischtennisplatte und später wollen sie sich einen Billardtisch da reinbauen, beziehungsweise reinstellen. Und wir denken, YOLO, ihr habt scheinbar zu viel Platz. So, was haben wir jetzt hier? Ist hier irgendwo ein Schiff Pokémon? Leute,
Also ich sehe nicht, wie ich sie übersehen hätte. Die Kiste habe ich gelootet, die habe ich alles gelootet. Hier ist alles durch, hier ist alles fertig. Hm. Keine Ahnung. Meine Nase sagt, sie juckt, deswegen muss es eigentlich hier gewesen sein. Also wenn hier noch was ist, schreibt es wieder gerne in die Kommentare. Dankeschön. Alles klar, wir gehen raus. Wir sind fertig mit der Welt. Und wir hauen noch kurz die Nazis hier um, damit wir noch einen Ring bekommen. Das ist ja geil. Bist du alleine? Don't you know who you're dealing with? What? Was? Status? Was? Wo hab ich draufgeklickt, dass ich so, was war das? Ich hab irgendwo draufgeklickt, aber ich weiß nicht, was es war. So, geil. What do you do for fun? Oh, One-Shot. Läuft auf jeden Fall. Ja, cool. Really was war das gerade? Ich habe irgendwo auf den draufgeklickt und so eine komische Effekt. So, nächster Nazi-Ring auf jeden Fall. Das sind 2 von 5. Wir haben beim letzten Mal beenden das Ganze und ich will mal sagen, das war es denn wieder von diesem Wunder. Alter, fährt jemand vorbei? Was für ein Wichser. Das war's von diesem Papa-Zeug gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Seid ein Haufen Supernasser-Boys. Reingauen, bis zum nächsten Mal und tschüssi.